Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin. Also, lass uns zocken. Schön, dass du da bist. Okay, wir haben ja jetzt den Plan. Ein Plan. Aber laut Plan, Außenbereich links. Obwohl du bereits weißt, zu welchem Bereich der Schalter gehört, siehst du keinen Sinn darin, ihn umzulegen. Laut Plan, Innenbereich links 1. Jetzt, da du weißt, zu welchem Bereich er gehört, bist du der Ansicht, dass du ihn nicht umzulegen brauchst. Jetzt, da du weißt, zu welchem... Ja, okay. Jetzt, da du weißt, zu welchem Bereich er... Jetzt. Da komm schon, irgendein Schalter muss das aber sein, oder? Der Generatorraum. Ah. Dort drin ist Boris. Du legst den Schalter um und bingo. Jetzt heißt es abwarten. Also abstoßen, springen, Armstrecken und finaler Schlag. Trainiere sehr hart und wiederhole die Schritte immer wieder, sonst beherrschst du den Tigerschlag nie ganz richtig. Das ist der Tigerschlag. Ach so. Autsch. Das hast du gut gemacht, junger Schüler. Trainiere weiter, dann beherrschst du eines Tages den unbekannten Sinn. Am Boden des Ofens befindet sich eine Klappe, durch die Cooper höchstwahrscheinlich gekommen ist. Aber es wird nicht einfach werden, sie zu erreichen. Du legst den Schalter zum Generatorraum wieder nach oben um und musterst den Bildschirm genau. Entdeckst aber nichts Neues. Auf jeden Fall wirst du, um dorthin zu kommen, durch die Klappe im Ofen steigen müssen. Okay. Oh, der Arme. Die Axt ist nicht weit genug in seinen Schädel eingedrungen. Er ist bewusstlos, aber noch am Leben. Gott sei Dank. Ich will doch kein Mörder sein. Du könntest versuchen, ihn zu behandeln. Aber sein Leben ist dir egal. Dich interessiert nur das von Boris. Und die Axt. Ich will die Axt haben. Du könntest... Ja, okay. Okay. Warte mal, habe ich da noch was? Du suchst zwischen den Büchern und Plänen, findest aber nichts, was dir von Nutzen sein könnte. Momento. Könnte das so einfach sein? Du wickelst dich in die feuerfeste Decke ein und beschließt, direkt in Richtung der Klappe zu gehen, durch die Cooper verschwunden ist. Aber sollte die nicht nass sein? Das Glück ist auf deiner Seite. Der Zug setzt sich in Bewegung. Aber weißt du was? Das Glück ist ein ziemliches Miststück. Choke? Mut unsterblich? Die Wahrheit trifft dich und du fühlst dich vielen Fragen ausgesetzt. Wer bist du wirklich? John Yesterday? Choke?
Bist du noch da, Choke? Oder keiner davon. Choke, bist du es? Wie viele Leben brauchst du, um dich zu erinnern? Vor allem, wieso bist du unsterblich? Ich werde jetzt gehen, aber wiederkommen. Wieso die Amnesie? Heute hat mein Danny Geburtstag, vergiss das nicht. Wieso die Narbe auf deiner Hand? Ich werd's versuchen. Du hoffst, all die Antworten auf diese Fragen am selben Ort zu finden. St. Fergus, Inverloch, Schottland. Ist es hier? Ja, wahrscheinlich. Nutzen wir die letzten Sonnenstrahlen aus. Ich hol die Sachen und du siehst dich schon mal um. Auf einmal erregt etwas ungemein deine Aufmerksamkeit. Deine Reise nähert sich immer mehr ihrem Ende. Reutz. Das ist ja wie in der Hintertür, ne? Hintertür, sag ich, im Hinterzimmer. Es besitzt eine offensichtliche Ähnlichkeit mit Petits Kreuz. Ja, genau. Aber der Schmutz der Jahrhunderte verhindert, dass du sonst etwas entdecken kannst. Du versuchst, den Dreck mit den Fingern abzukratzen, hast aber keinerlei Erfolg. Es ist eine Schande, dass etwas so Schönes so enden musste. Ginés de Udunia muss Notre Dame geliebt haben, denn dieses Rosettenfenster erinnert stark an die Fenster in der Pariser Kathedrale. Du suchst das Glas nach irgendeiner verborgenen Bedeutung ab, findest aber nichts. Die Erde rund um das Kreuz ist beinahe steinhart. Du versuchst, die das Kreuz umgebende Erde mit den Fingernägeln zu entfernen. Aber es auf diese Weise auszugraben, würde ewig dauern. Na klar, also ich brauche eine Schaufel. Oder sowas ähnliches wie eine Schaufel. Der See von St. Fergus. Du wirfst einen Blick auf das Seeufer, siehst aber nichts, was dir interessant erscheint. Eine Bürste mit groben Borsten. Der Griff ist abgebrochen. Du steckst die Bürste ein, auch wenn du den Rest des Griffes nicht findest. Eine Bürste. Eine Taschenlampe. Ein Feuerzeug. Ein Taschenmesser. Taschenmesser. Taschenmesser ist immer gut. Ein paar Stufen, die ins Nichts führen. Hinaufsteigen? Wofür? Und da wir schon mal dabei sind, welchen Sinn hat dein Leben eigentlich noch? Gute Frage. Oh, die macht sich hier gemütlich. Ein kleiner Gasherd. Ich würde es Bunsennenner nennen, aber okay. Das nimmst du lieber nicht mit. Was? Warum? Wenn du etwas erhitzt, machst du es dort. Okay, also jetzt weiß ich, ich muss das erhitzen. Ein Kochtopf aus Eisen. Der Kochtopf wird dir sicher gute Dienste leisten, wenn du herausfindest, welche Rolle die Alchemie im Orden des Fleisches spielte. Alkohol. Oh nein. Kobalt. Ja, ich verstehe schon. Ich werde hier wahrscheinlich irgendein... Als du den Behälter mit dem Zink ansiehst, wusstest du schon?
Der allererste, der Zink als Metall einordnete, war Paracelsus, der größte Alchemist der Geschichte. Hey, Moment. Ohne zu wissen, wozu es gut ist, nimmst du den Behälter mit dem Zink an dich. Aber ich... Quecksilber. Es erscheint paradox, dass du, der du dich an kaum etwas erinnerst, eine der wenigen Personen bist, die seinen Geschmack kennen. Während du das Quecksilber einsteckst, sagst du immer wieder zu dir selbst, ich darf es nicht trinken. Es wird schwer, aber ich versuch's. Okay, ich glaube, wir müssen irgendwas mixen. Als du den Behälter mit dem Schwefel ansiehst... Hey, Choke, weißt du, dass das Wort für Schwefel im Sanskrit dasselbe ist wie das für Feind? Dient der Schwefel demselben Zweck wie in Paris, das Symbol? Wer etwas vom Bergbau versteht, weiß... Du nimmst den kleinen Behälter, der mit purem Alkohol gefüllt ist. Okay, der hat bei Schwefel und bei Zink was gesagt, der Typ. Goldpulver. Das ist... Du nimmst den Behälter mit dem Goldpulver. Ja, aber das brauche ich nicht. Salz. Das werde ich... Eigenartig, dass etwas so Gewöhnliches ein so wichtiger Bestandteil der Alchemie ist. Andererseits wurden deswegen schon unzählige Kriege geführt und viele Zivilisationen haben es als Handelswährung verwendet. Ja, Salz ist nützlich. Beim Kochen. Nach deinen Beobachtungen in den Ruinen bist du dir ziemlich sicher, dass du Salz brauchen wirst. Boah, der quatscht mir zu viel. Außerdem wollte ich sagen, Salz ist wichtig, nicht nur beim Kochen, auch in der Industrie. Zum Konservieren. Essig. Eines der wirksamsten Reinigungsmittel der Antike. Aus welchem Grund auch immer. Du weißt einfach, dass dir dieser Essig von Nutzen sein wird. Schaufel. Hey. Passt. Aufgrund deiner Beobachtungen bist du dir ziemlich sicher, dass du diese Schaufel brauchen wirst. Wenn du den Topf erhitzen willst, solltest du vielleicht vorher etwas hineinfüllen. Ja, Zink. Du hast Pauline gebeten, Proben von alchemistischen Elementen mitzubringen, falls du dich daran erinnern solltest, wozu der Orden des Fleisches sie verwendete. Leider hat sich diese Erinnerung noch nicht eingestellt. Okay, mein Gedanke war anders. Ich dachte, ich könnte... Egal. Reden wir mit ihr. Du hast es noch nicht gewagt, ihr von deiner Entdeckung in Happydale zu erzählen. Hast du gut geschlafen? Mehr oder weniger. Die Reise war verdammt anstrengend. Hey, wo hat sie ihren Piercing? Ist doch weg. Oder ist das beim Bug? Naja. Danke, dass du für mich den langen Weg auf dich genommen hast. Ich konnte nicht anders. Aber ja, es war anstrengend. Bis Glasgow war es kein Problem, aber dann überkam mich die Müdigkeit. Ich hielt irgendwo an und schlief 3 Stunden im Auto. Aber wie es aussieht, war das nicht lang genug. Mir geht es wie dir. Muss wohl Jetlag sein. Lass uns die letzten Sonnenstrahlen auskosten, John. Bald ist es Nacht und wir können nichts anderes tun, als uns auszuruhen. Nutzen wir die Zeit, die wir noch haben. Danach schlafen wir uns im Jeep aus. Zusammen? Na klar, du Dummkopf. Dann hoffe ich, dass es ganz schnell dunkel wird. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Wir sind viel zu erschöpft, als dass heute Nacht irgendetwas passieren könnte. Sag niemals nie. Hast du etwas Interessantes im Tagebuch deines Vaters entdeckt? Nein, nichts, was direkt mit diesem Ort zusammenhängt. Ich habe ein Kreuz gefunden, das dem ähnelt, welches dein Vater konstruiert hat. Ja? Im Tagebuch ist auch so eins abgebildet. Vielleicht war das, was du gefunden hast, die Vorlage für seines. Könnte sein. Als wir uns kennenlernten und ich dir sagte, dass wir uns am Flughafen treffen würden, ist da etwas aus dem Laden verschwunden? Nein, nichts.
Naja, etwas von dem Quecksilber, das mein Vater hatte. Aber das hast du selbst genommen, kurz bevor du verschwunden bist. Du hast zu mir gesagt, es könnte der Schlüssel sein. Danach ging ich ins Hotel. Und Marcel hat mich damit vergiftet und... Auch wenn du Pauline noch nicht die Wahrheit gesagt hast, ohne eine überzeugende Erklärung wird sie dich für verrückt halten. Sie denkt, dass ihr hier seid, um nach Beweisen zu suchen, die belegen, dass Henry der Inquisitor und der Obdachlosenmörder ist. Und als ich aus dem Koma erwachte, war mein Gedächtnis ausgelöscht. Hast du etwas Interessantes im Tagebuch deines Vaters entdeckt? Es gibt da etwas bezüglich des Kreuzes. Quecksilber zur rechten, Schwefel zur linken, Salz von oben und Feuer von unten. Hast du etwas Interessantes im Tagebuch deines Vaters entdeckt? Ein Satz ist mir besonders aufgefallen. Quecksilber, dir war eher das Gegenteil der Fall. Weil ja das Quecksilber dafür gesorgt hat, dass du dein Gedächtnis verloren hast, nicht wahr? Okay. Dieser Amerikaner, mit dem dein Vater am Tag vor seiner Ermordung zu Abend aß, ich glaube, das war Henry White. Das denke ich auch. Aber er war es auch, der meinen Vater ermorden ließ. Und ich schwöre dir, dass er dafür bezahlen wird. Ich glaube, ich kannte deinen Vater. Wie bitte? Wann? Vorsicht. Du kannst dir nicht erzählen, dass du Choke bist. Noch nicht. Ich weiß es nicht. Es sind zusammenhanglose Erinnerungen. Aber ich kannte ihn. Du hast von einem Freund deines Vaters gesprochen. Choke. Ein komischer Typ. Er war nicht ganz dicht, war irgendwie ganz besessen von der Inquisition. Als ob er wollte, dass es sie wieder gäbe. Ich hatte Angst vor ihm. Er schrie herum, wurde wütend auf meinen Vater. Eines Tages stritten sie so heftig, dass er ihn hinauswarf. Und sie sich nie mehr trafen. Mein Vater hat mir nie erzählt, wieso. Tut mir leid, dass ich dich in all das reingezogen habe, Pauline. Schon okay. Wäre das nicht passiert, hätte ich dich nie kennengelernt. Und das ist der einzige Grund, weshalb ich hier bin. Uiuiui. Okay. Pauline hat ihn fast ohne Pause von Paris bis hierher gefahren. Du umfasst das Lenkrad, trittst aufs Gaspedal, setzt dich auf den Fahrersitz. Nichts. Du erinnerst dich kein Stück mehr daran, wie man Auto fährt. Ist nicht so schwer. Ja, wo ist das Kreuz? Du reibst eine Weile daran herum. Aber der Dreck ist hart wie Stein und wird sich im trockenen Zustand wohl nicht entfernen lassen. Was, willst du mir sagen, du brauchst Wasser oder was? Mit Muskelkraft und Geduld hebst du immer mehr Erdreich aus, bis du das Kreuz ausgegraben hast, welches Teil eines Grabes zu sein scheint. Außerdem findest du in der Erde etwas, das du ohne zu zögern einsteckst. Beim Betrachten der Münze erinnerst du dich. Und die Münze des Schicksals, um den Schöpfer selbst zu verhöhnen. Okay, okay. Ich glaube, die Münze hatte ich wohl in der Hand und die war bestimmt heiß. Du versuchst den Dreck mit den... Ah, okay, okay. Wasser, Wasser. Da ist doch Wasser. Du wirfst einen Blick auf das Seeufer, siehst aber nichts, was dir interessant erscheint. Doch, das Wasser. So. Du füllst den Kochtopf mit sauberem, kaltem Wasser. Auch wenn dir der Inhalt des Kochtopfs beim Säubern des Kreuzes helfen kann, wird es nichts bringen, ihn darüber auszuleeren. Okay, okay.
Ich habe alles abgesucht. Also ist hier nichts. Ach so, ja, richtig. Du lässt den Topf auf der Flamme stehen. Ich dachte, ich soll das anzünden. Ja. Du erhitzt das Wasser im Topf ein paar Minuten lang. Nehmen. Du nimmst den heißen Topf von der Flamme. Auch wenn dir der Inhalt des Kochtopfs beim Säubern des Kreuzes helfen kann, wird es nichts bringen, ihn darüber auszuleeren. Uno momento. Quecksilber. Quecksilber, nein. Schwefel? Kobalt. Oh, Alkohol. Alkohol, das könnte sein, oder? Wenn dieses Kreuz das ist, wofür du es hältst, werden dir die alchemistischen Elemente von Nutzen sein. Aber zuvor musst du die Dreckkruste entfernen, die es bedeckt. Moment. Also das darf ich also nicht benutzen. Das Wasser salzen? Wozu, wenn du nichts zum Kochen dabei hast? Ich wollte es eigentlich... Quecksilber. Schwefel. Wenn dieses Kreuz das ist... Ja, ist gut. Okay, also nicht. Du tunkst die Bürste in das heiße Wasser. Warum nicht gleich so? Mann. Du schrubbst so fest du kannst mit der Bürste. Das funktioniert nicht. Aber das Wasser allein, so heiß es auch sein mag, reicht nicht aus, um das Kreuz vom Dreck zu befreien. Was fehlt? Eine Taschenlampe. Ein Taschenmesser. Hier ist doch nichts, ne? Du suchst das Glas. Was übersehe ich wieder? Es sind dieselben Medaillons wie die in der Fassade von Notre Dame. Du erinnerst dich an den Brief eines spanischen Kapitäns an den heiligen Inquisitor im Jahr 1501, von dem Henry erzählt hatte: Ich erkannte den Zusammenhang zwischen dem Orden und der heiligen Kathedrale unserer lieben Frau von Paris. Woraufhin wir die Verkommenheit einer scheinbar heiligen Kirche aufdeckten. Als du den Stein berührst und die Medaillons genau begutachtest, erinnerst du dich. Gineste Ordunia, der Anführer des Ordens des Fleisches, ließ eine exakte Kopie jener Medaillons aus der Fassade von Notre Dame anfertigen. Und zwar für eine Kirche, die er errichten wollte. Verstehst du, Choke? Wenn wir diese Kirche finden, dann finden wir auch den Orden des Fleisches. Okay. Habe ich noch was übersehen? Hier ist doch nichts. Okay, Moment. Reinigen.
Also ich dachte mit Alkohol. Essig. Essig? Moment, wenn nicht Alkohol, dann Essig. Du gibst einen guten Schuss Essig in den Kochtopf. Geht doch. Du tunkst die Bürste in das heiße Wasser-Essig-Gemisch. Okay, dann lass uns schrubben. Nachdem du die Bürste in das heiße Wasser-Essig-Gemisch getunkt hast und damit den Dreck auf dem Kreuz bearbeitest, beginnt sich dieser aufzulösen. Und als du so lang geschrubbt hast, dass dir fast die Arme abfallen... Im Gegensatz zum Kreuz von Petit muss bei diesem wohl nichts in die Mitte gesteckt werden. So gründlich du den mittleren Teil des Kreuzes auch abtastest, du findest keinerlei Loch oder Mechanismus. Warte mal, ach, zu spät. Nein, hier ist doch nichts mehr. Oh, er hat uns nichts zu sagen. Okay, Moment. Taschenmesser, wofür habe ich Taschenmesser? Stein berührst und die Medaillons genau begutachtest, erinnerst du dich. Ginesta Ordunia, der Anführer des Ordens des Fleisches, ließ eine exakte Kopie jener Medaillons aus der Fassade von Notre Dame anfertigen. Und zwar für eine Kirche, die er errichten wollte. Verstehst du, Choke? Wenn wir diese Kirche finden, dann finden wir auch den Orden des Fleisches. Mhm. Also das kann ich nicht mitnehmen. Okay, vielleicht machen wir das so wie... ein Hinterzimmer. Was hat man mal gesagt? Quecksilber. Quecksilber, das meine ich. Eine gute Idee. Aber zuerst musst du die Abdeckung entfernen. Jetzt weiß ich, wofür ich das Messer habe. Mit der Klinge des Messers kannst du die Abdeckung entfernen. Du entfernst die Abdeckung und schüttest etwas Quecksilber in die Öffnung, woraufhin sich irgendetwas im Kreuz entriegelt. Hm.
entfernst die Abdeckung vom Loch, schüttest das Salz hinein und irgendwo im Kreuz wird ein Mechanismus in Gang gesetzt. Okay. Schwefel. Essig. Kobalt. Schwefel. Nach dem Entfernen der Abdeckung gibst du Schwefel in das Loch und... Und was? Was ist hier? Im Gegensatz zum Kreuz von Petit muss bei diesem wohl nichts in die Mitte gesteckt werden. So gründlich du den mittleren Teil des Kreuzes auch abtastest, du findest keinerlei Loch oder Mechanismus. Beim Betrachten der Münze erinnerst du dich. Und die Münze des Schicksals, um den Schöpfer selbst zu verhöhnen. Okay. Aber warte mal, muss ich da unten drauf? Was hast du? Offensichtlich ein Loch. Was war denn unten? Feuer. Ich hab kein Feuer. Aber du schaffst es nicht, dass die Flamme weit genug in das Loch hineinbrennt. Okay, Alkohol. Du entfernst die Abdeckung und füllst das Loch mit Alkohol, woraufhin du ein Geräusch hörst, was du für ein gutes Zeichen hältst. Du entfernst die Abdeckung und der Alkohol verbrennt in Windeseile, was dazu führt, dass sich irgendein Zahnrad im Innern des Kreuzes bewegt. Oh, wir kriegen Besuch. Brüder, Brüder, Ruhe! Ihr wurdet in der Halle der Ewigkeit zusammengerufen, weil der Frieden unserer Gemeinschaft mit Füßen getreten wurde. Einer der unseren hat verhindert, dass die Erneuerung des Fleisches vollzogen werden kann. Zeigt euch, Ketzer, wer seid ihr? Okay, meine Freunde, ich mache hier einen Cut. Aber ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag.